So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker. Es könnte sein, dass ich gerade komisch klinge und ihr seht auch, wir können vernetztes Spielen spielen. Liegt also daran, ich bin mal wieder nicht zu Hause, sondern da, wo gutes Internet ist. Und da habe ich gedacht, dann spielen wir mal wieder ein paar solche Sachen. Ne? Ein oder zwei Runden. Wenn es gleich doof ist, wenn es gleich keinen Spaß macht, dann werde ich einfach das normale Sachen machen, was ich eh gemacht hätte. Aber so habe ich gedacht, probieren wir es mal. Wenn ich also total komisch klinge. Und ich sehe gerade, es übersteuert gerade ein ganz klein wenig Hilfe. Dann wisst ihr Bescheid. Habt ihr Ton? Oh no, ihr habt keinen Ton, ne? Doch, ihr habt Ton. Und, oh, wir haben Lags. Das bin diesmal aber nicht ich. Ich habe gutes Internet. Ich bin's nicht. Okay, wir probieren gleich mal die Röhre aus. Oh. Dann probieren wir die Röhre auch nicht aus. Ja, genau. Da wollte ich auch rein, liebe Toadette. Ab dafür. Okay. Und ab über Toadette. Nach oben. Ach so. Oh nein. Ach so. Nein, ich helfe. Oh, jetzt hätte ich ihm fast geholfen. Okay, dann müssen wir. Also. Oh, oh no. Oh no, das wär's gewesen. Oh, okay. Dann war das wohl ein Troll. Hä? Er schreibt schade und ist im Ziel. So. Was ein Quatsch. Okay, nächstes Level bitte ohne Lags. Wobei, jetzt habe ich das Bu bewertet. Das Level an sich wäre ja vielleicht okay gewesen. Na, wir wollen andere Spiele haben, bitteschön. Nicht diese Lags. Nicht jene Lags. Eieieiei. Das war schon mal nix. Ich hoffe, ich übersteuere nicht zu. Teilweise schlägt es echt enorm aus. Das Blöde ist bei diesem Headset hier, was ich hier jetzt habe. Da ist irgendwie der Popschutz weg. Ich glaube, dadurch wird es sehr. Naja. Ah, da hat es wieder ausgeschlagen. Ich hoffe, man kann es dann. Hä? Jetzt habe ich nicht hingeguckt, was ist passiert? Hä, was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt. Wurde einfach nichts gefunden? Oder was war los? Oder bin ich auf B gekommen versehentlich? Hä? Plötzlich war wieder Menü. Vielleicht habe ich versehentlich auf den Pfeil gedrückt, weil ich doof bin. Jedenfalls haben wir wieder Spieler. Hurra! Let's go. Dreadful Desert. Autoscrolling-Thema. Autoscrolling in einem Multiplayer-Level. Was soll man dazu sagen? Zwei von zwei laggen bisher. Aktuelle Lag-Quote 100%. Nintendo macht so viel richtig, aber online. Puh. Okay, der eine ist raus, aber der scheint nicht der Lagger zu sein. Oh no! Oh no! Na danke auch.
Komm, stirb an dem Mole. Oh, das sieht gut aus. Stirbt er an dem Mole? Nein, er stirbt nicht an dem Mole. Mist. Ist jetzt die Plattform wieder da? Nein, wir müssen warten. Und dann muss ich mich mit ihm auf der Plattform umschlagen. Richtig cool. In der Zwischenzeit macht der andere. Oh oh, ja. Nein, die ist auch wieder weg. Jetzt kann ich knicken. Die ist halt weg. Ich schwing doch jetzt hier nicht hin und her die ganze Zeit. Da wäre ich ja schön blöd. Oh Mann. Ja, was mache ich denn jetzt? Plattform kommt gleich wieder. Ah, Plattform kommt. Plattform kommt. Und in der Zwischenzeit startet die ins Ziel. Super Level auf jeden Fall für Multiplayer. Großartigst. Jetzt kommt der Mole. Wir gehen weiter. Nein! Och, leck. Ganz fantastisch ist das gelaufen. So stellt man sich das vor. Aber wie lange ist das Level? Die sind immer noch nicht durch. Aber die sind auch nicht gestorben seitdem. Das beunruhigt mich gerade dezent. Ich will nicht an dem Maul sterben. Lass mich in Ruhe. Okay. We did it. Oh nein, oh nein. Schuh. Ach, der ist da drin. Ach so. Das habe ich nicht wahrgenommen. Okay, Aufholjagd. Ich dachte, der Schuh hat Flügel. Hä? Hatte der Schuh nicht Flügel? Hätte ich da nicht so einen Doppelflug-Dings? Oder müsste die größer sein, dass das gilt? Will ich auch nicht, dann sind meine Punkte weg. Probieren wir es lieber nochmal. Ah, wie schlecht das gerade mit dem Schuh wieder war. Ei. So. Ganz toll. Wo ist es denn da? Kann ich nicht beurteilen, ob das Level gut war oder nicht. Doch, hätte ich beurteilen können. Die Plattform am Anfang ist schon Mist. Die Plattform am Anfang ist ja schon Mist. So, neuer Versuch. Vielleicht mal ohne Lex. Schwimm. Schwimm. Der Kreis hat Spaß auf jeden Fall. Das wird nix. Oh, es wird doch was. Zwei Spieler. 30 Sekunden.
Oh yeah. Vier Spieler. So, letzte Runde aber jetzt. Wenn's jetzt nichts ist, dann... Dann machen wir eine Viertelstunde noch was Vernünftiges. The Hopchops Valley. Also Jane Jumps oder was? Oh, es leckt. So ein bisschen, aber nicht viel. Was? So flüssig bin ich es gar nicht gewohnt. Gott. Ach, das sind die Hopchops. Ah. Ich glaube, ich hätte den Pilz mir nicht holen sollen. No. Wobei, das sind zwei gestorben. Zwei sind gestorben. Eine ist noch on the way, oder was? Wow, 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 langsam. Nein, ich bin der Erste, der am Checkpoint ist. Oh mein Gott. Gib mir den Pilz. Dann ist da kein Pilz drin. Oh no. Da ist ein Pilz. Oh, gut, dass ich den Pilz habe. Ziel! Yes! Nice! Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Endlich mal wieder gewonnen. Level war kurz, aber multiplayer-technisch geeignet. Hätte ich jetzt gesagt. Oder war irgendwas drin, was nicht gut war? Nö, ich glaube, multiplayer-technisch war das geeignet. Oi, 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 oi. Ergebnisbuch. Auch gut. Dann halt nicht. Punkte. Punkte für uns. Wir bleiben drin. Es hat immerhin nicht geleckt. Zumindest nicht viel. Na komm. Nein, ich will nicht abbrechen. Siehst du? Gott. Let's go. Diesmal sind wir Mario. Und spielt Super Mario Bros. 3.1. Ah ja. Ist das wirklich ein Rebuild oder ist es einfach nur ein neuer Name? Oh, das könnte wirklich ein Rebuild sein. Das sieht vom Anfang her tatsächlich wie 3.1 aus, ne? Oh no. Aber vielleicht ist auch nur der Anfang identisch. Oh nein! Wie konnte das passieren? So ist besser. Drüber. Über alles drüber. Oh, ich schaff die Röhre nicht. Oh doch, ich krieg die Röhre. Okay, jetzt go. Stopp. Drüber. Okay. Hopp. Weiter. Mein 3-1 ist nicht lang. Oh nein! Oh nein! Der hat den Momentum erwischt. Über Luigi. Und nochmal über Luigi. Und hoch. Oben drüber, über die Hammerbrüder. Über die Hammerbrüder! Nice. In die Lücke. Das war's gleich, das war's gleich. Da kommt nicht mehr viel. Hier unten durch. Unter dem durch. Oben, über den drüber. Nee, nix Neustart für alle, nur weil du runtergefallen bist, du Nuss. Da drüben ist das Ziel. Nicht jetzt verhauen, nicht jetzt verhauen, nicht jetzt verhauen, nicht jetzt verhauen, nicht jetzt verhauen. Oh mein Gott, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Oh yes. Oh, 3-1. Oh, schön, wenn man weiß, wie das Ding aufgebaut ist. Es war aber wirklich ein Rebuild. Es war nichts anderes als ein Rebuild. Ist allerdings für Multiplayer wiederum cool, ne? Kann man schon so hoch, wollte ich nicht. Kann man schon so sagen. Für einen Multiplayer ist das ganz cool. Eieieiei. Huh. Klopp. Weiter.
Jetzt bin ich im Modus. Nehmen wir überhaupt auf? 16 Minuten, okay. Eieiei, es war ein blöder Start. Aber umso besser wird's gerade. Umso besser wird's gerade. Aber ein richtig blöder Start war das. Aber ja, wir müssen halt immer wieder warten. Ich hoffe, ihr spult das ein bisschen vor, wenn... Ja, klar. Natürlich, denn wir haben ja gerade noch nicht im Internet gespielt. Logisch. Jetzt sind plötzlich die DNS-Einstellungen falsch. Genau. Falsch. Hallo? Ach, dann halt nicht. Komm, dann guck mal, was gebaut wurde. Was war das denn jetzt? Ich war doch gerade im... keine Ahnung. Wie auch immer. Es wurde nichts Neues gebaut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Dann spielen wir nochmal neu. Das war ganz lustig letztes Mal. Mundo de Interrupteris B. Ja, das ist mein Levelname. Das ist genau, was ich suche. Mundo de Interrupteris B. Ja. Ach, ich habe gar nicht die Zielbedingungen gelesen. Ich habe gar keine Zielbedingungen gelesen. Was heißt alle? Alle, die da... Wie soll ich die denn auslösen, wenn die da am Boden... What? Da kommen doch unendlich viele raus, oder nicht? Oder hört es irgendwann auf? Ah, da kommt jetzt schon keiner mehr raus. Hä? Jetzt kommt keiner mehr raus. Ist das real? Ich überlege gerade, was schneller ist. Die immer runterzuwerfen und dann hier zack, zack, zack. Oder was ist schneller? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich da jetzt nicht Erster werde, weil ich mir den Quatsch überhaupt antue, dann weiß ich auch nicht. Ist das gerade real? Wow. Alter, wieso? Der dann einfach nicht hochspringt manchmal, ne? In die Richtung geht natürlich auch nochmal. Was sind die Blöcke da oben? Was sollen die Boxen da oben eigentlich? Ich habe keine Ahnung.
Wofür sind die Röhren? Ich verstehe die Hälfte von dem Level einfach auch überhaupt nicht, ne? So kann ich die auch nicht auslösen, ne? Nee. 20 Stück noch. Und dann geht er manchmal einfach da auch gar nicht hoch. Please. Wait, wo sind die, die ich hier nach hinten geworfen habe? Sind die off-gescreened jetzt? Oh oh. Habe ich es dann versaut, weil die weg sind und die nicht mehr wiederkommen? Oder spawnen die dann da neue, weil sie nicht gedrückt wurden? Oh je. Das könnte jetzt ein Problem sein, ne? Nicht, dass nur eine bestimmte Anzahl aus den Röhren rauskommt und ich jetzt die P-Switch-Dinger nicht zusammen... Oh nein. Ich ahne Böses. Ich ahne ganz Böses. Oh oh. Alter. Vier Stück brauchen wir noch. Okay, drei kommen raus. Kommt noch ein dritter, vierter raus, dann haben wir's. Oh no. Gehen wir wieder in die Richtung. Das geht schneller. Einer muss nochmal rauskommen. Einer muss nochmal rauskommen. Oh yes. Das ist das bescheuertste... was ich jemals gespielt habe. Hätte das irgendwie anders... Wäre das irgendwie anders gegangen? Ich weiß nicht wie. Danke, dass ich Erster bin. Was ein doofes... Ey, sowas in der No-Skip-Challenge, ja? Holy... Baut der nur so Mist? Okay, reden wir nicht drüber. Reflex. Super fast timing is crucial. Wait, what? Ach so. Dachte, der Reflex besteht darin, da hochzuspringen. Blödsinn. Muss einfach da rein. Ah ja, okay. Na gut, solche Level sind ja ganz lustig. Also dann spielen wir das mal ein bisschen. Ah, ich sehe die Wolke. Ich habe die Wolke nicht gesehen. Okay. Das Level könnte cool sein. So, ich frage mich jetzt allerdings, wenn er mir hier eine Wolke gibt, wie viel kann ich breaken? Tja. Tja, wir spielen es gleich noch richtig, aber das ist halt das Problem, wenn man so einzelne Räume baut. Okay, den Weltrekord holen wir uns aber. Das ist das Problem, wenn man einzelne Räume baut. Und dann irgendwo eine Wolke einfach reinsetzt. Und das alles in dem gleichen Raum, alles in der gleichen Fläche stattfindet. Ah, no. Das ist das Problem. Das ist das Problem bei solchen Sachen. Ach, jetzt habe ich wieder hier gechoked. Nein. Müsste ich da nicht in einem Schwung rüberkommen können? Bisschen Anlauf, dann dürfte das schneller gehen, oder? Ah, könnte gehen. Aber ich glaube... Na, das ist schneller. Das ist schneller. Okay. So, gleich auf die Wolke. Und ab dafür.
Also besser wird's nicht. Also besser wird der nicht. Bei mir zumindest. Hab direkt reingetroffen. Das ist ja schon gut gewesen. So, jetzt spielen wir das richtig. Ich will trotzdem sehen, was das so für Ideen hatte. Aber kann man natürlich leider breaken. Leider, leider. No! Achso, ich muss hochspringen. Ah. Aber er hätte das eigentlich einfach nur verhindern können, indem er halt, außenrum Stacheln setzt oder sowas, ne? Das wäre einfach, das wäre ganz einfach zu verhindern, der Cheese. Ganz einfach zu verhindern, der Cheese. Ah, das haben wir schon gesehen. Ich wollte allerdings nicht zurück. Na, das ist hier drüben von der Stange. Das ist da links von. Ach, dann kommt ja auch schon das Ziel. Okay, also es ist eigentlich auch gar nicht so viel. Ich dachte jetzt, da kommen noch mehr Räume, die er gebaut hat. Aber es ist leider nicht so viel. Ja, dann hat er... Ich hab mir jetzt mehr erhofft. To be honest, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber gut. Das klingt genau nach meinem Level. Da gucken wir uns gar nicht das Thumbnail an. Wir starten einfach das Level. So. Satt. Romand 2011. Ich will ja nichts sagen, aber es könnte sein, dass Romand 2011 das Geburtsjahr dieser Person ist, die das gebaut hat. Okay, Weltrekord incoming. Erstmal haben wir den ersten und den... Und jetzt machen wir noch einen Weltrekord da draus. Ich habe die falsche Tür erwischt, ne? Das war die dritte. Miauser, please. So. Was ein Bullshit. Was ein Bullshit. Vielen Dank dafür. Ich glaube, 2011 ist wirklich das Geburtsjahr. Wenn ich mir das so angucke. Oh, das sieht auch sehr spaßig aus. Was immer das ist. Ach so. Wow. Ja. Wir werden nicht Erster sein. Das hat schon jemand vor uns gelöst. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, manchmal weiß man halt auch nicht. Glittering Glow Ghost Road Cross 2019. Das sieht interessant aus. Nika 2... Schon wieder 2011. Was ist denn hier mit den 2011ern? Oi, 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 oi. Ach so. Sterbe ich hier? Nein. Oh, wow. Oh nein, da war ein P-Switch. Wofür brauche ich den überhaupt? Ich kann auch so in die Kiste. Oh nein, ein Auto. Auto. Hilfe. Tschüss. Rums. Ja, genau, die hole ich mir jetzt.
Oh mein Gott. Nein! Du blöde Nuss einer Pflanze. Ich bin schneller, wenn ich das selber mache. Warte, das mache ich selber. Das mache ich selber. Speedrun Tactics. Und wie weit geht es eigentlich da weiter? Die hat doch bestimmt... Ah ja, da kommt dann direkt das Auto, okay. Werden wir trotzdem, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir gehen über die Kiste. Alles andere ist ja Quatsch. Oh no! Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Besser. Machen wir es halt so. Blume mitnehmen. Und ab dafür. Ja, egal. Oh nein, komme ich da hoch? Nein! Ist das ernst? Das muss... Oh, ich dachte schon. Das muss doch gehen. Okay. Es ging auch. Wir werden weder Erster noch den Weltrekord haben, aber ist ja egal. Ja gut, wir haben nichts gesagt. Was? Das ist ja frech. Wer ist denn da schnell in die dritte Tür gegangen? Ja, so nicht. Nein, das war die falsche Tür. Mann. Aber den hole ich mir zurück. Das gibt's ja nicht. Wie kann man denn schneller da reingehen? Schneller wird's nicht mehr. Was hat der für eine Zeit? Was hat der für eine Zeit? Ah, yes. Egal, was er für eine Zeit hatte. Ich hab sie wieder. Oh mein Gott, okay. Escape from the cursed mansion. Then why do you build it? Und upload it. Ach so. Okay. Getten wir uns den Key. Ist da nur Pilz drin? Ah, da ist eine Blume. Die ich aber gar nicht brauche, weil er kann ja einfach hier... Mach dich weg jetzt da. Oh mein Gott. Dann ebenso. Dann ebenso. What? What? Hä? Na, das wollte ich nicht. Alter, was? Muss ich da... Nee, kann ich ja gar nicht.
Was ist das denn für ein Sprung? So. Nein! Dachte, ich kann ihn verarschen, aber... Dann halt so. So, aber jetzt muss ich mich ja eh klein machen. Ich komm da nicht hoch! Oh Gott, yes. So, ist da hinten was? Nein. Oh mein Gott. Der trollt doch die Hälfte des Weges. Wo muss ich hin? What? Ich hätte den mit dem Stern, hätte ich die alle erledigen können. No! No! Checkpoint! Aber ich hätte die mit dem Stern erledigen können. Das ist super cheesy. Das schaffen wir jetzt aber noch. Ich hab den Schlüssel. Die anderen brauche ich nicht. Lass mich durch. Nein, ich brauche die mehr Schlüssel. Ich brauche mehr Schlüssel. Ich brauche ihn noch. Komm schon. Nein. Das war nicht gut. Spring. Oh oh. Ja, keine Chance. Mist. Okay, aber da gehen wir nochmal mit dem Stern rein. Da gehen wir nochmal neu mit dem Stern rein. Das hole ich mir. Den Cheese hole ich mir. Ich wollte halt eigentlich, dass er hier runter segelt, aber... Oh, tut er halt einfach nicht. Er ist leider... Ach so, er stoppt automatisch am Rand. Das kann man ja dann sogar nutzen. Das kann man ja dann sogar nutzen für Speedrun-Tactics, dass man den auf so eine Fläche lotst. So, jetzt aber go, go, go. Oh nein, das reicht nicht. Mist. Es hat vorhin besser funktioniert. Dann brauche ich das ja alles gar nicht hier. Er stoppt einmal hier am Rand. Und dann hüpft er hier rüber und stoppt. Oh, ich muss ihn in der Luft erwischen. Ich muss ihn in der Luft erwischen, dann stirbt er sofort. Beste Taktik. Beste Taktik. Busuf. Zack. Jetzt stoppt er. Springt rüber. Und wir killen ihn in der Luft. Und... also, noch ein bisschen verbesserungswürdig ist es noch, aber in der Theorie funktioniert es. Ah, das gibt's doch nicht. Yes! Nein! Ah, komm schon. Nein, es reicht nicht. Der Anlauf war weg. Nein! Wir haben ja vorhin schon gesehen, das geht schneller. Mist. Naja, egal. So, hier kein Quatsch machen. Direkt hoch. Nice. Nice. Nein! Wie habe ich das vorhin gemacht? Wie bin ich da vorhin drüber? Ich habe das doch mit Schwung irgendwie hingekriegt. Oh no. Nein, 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 nein. Das will ich jetzt haben. So. Nein! Nice.
Nein, ich muss Schwung. Oh, verdammt. So. Oh mein Gott. Auf Anhieb da rausgekommen. Easy. I don't care. Yes. Oh mein Gott, was ein doofes Level. Aber hey. Wir haben es gecheased. Nee, das ist nicht der Rekord, der aktuell. Okay, es ist sogar erster. Lul. Lululululul. Okay. Gut. Was soll man dazu sagen, ne? Glitch 3. Wir gucken mal kurz rein. Lukas 9. Okay, 4 Bumbums. Oh, das ist der Quatsch. Ah, das ist so eins. Hey, wir tun so, als ob es laggt. Level. Ach, will ich das jetzt abwarten? Hey, der Lag beginnt. Will ich das jetzt echt abwarten? Na gut, ist ja egal. Ey, wir kriegen immerhin Blumen. Toll! Wir kriegen 3 Blumen und ich kann sie mir genau einmal holen. Und da kommt eh eine Ra. Alles klar. Aus allen Röhren kommt die Blume raus. Ist ja auch witzlos. Kommt der eine Bum-Bum runter. Nice. Und da kommt der andere. Nice. Den da könnte man gleich wieder treffen, wenn er hochzieht. Nice. Und der zieht auch gleich wieder hoch, gerade. Nice. Und der geht gerade wieder rüber. Nice. Und der geht zurück. Nein. Blume. Oh Gott! Das war knapp. Mich sitzt sie wieder oben. Das wollte ich natürlich nicht. Ach, ich wollte, dass die unten bleiben. Ich muss die beide nur noch einmal treffen. Und ihn auch. Jetzt kommt der eine runter. Aber ich treffe ihn nicht. Nein, ich verfehle ihn. Nein! Oh, es dauert 3 Jahre, bis die wieder da sind. Oh ne, der kommt runter. Da ist er. Den kriegen wir, den kriegen wir. Komm. Yes! Und nur noch den hier. Und drauf. Drauf! Nein! Drauf! Yes! Und ab ins Ziel. Alles klar. So, reicht dann auch mit dem Part. Ganz schön viel Blödsinn dabei gewesen. Aber ich hoffe, es war irgendwo unterhaltsam. Am Anfang wahrscheinlich noch am wenigsten, weil das ziemlich doof war mit dem Laggen und mit dem Level. Aber gut. Oh, kein Weltrekord. Schade. Was soll's. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.